Willkommen zu Erstreitbar auf Tichys Einblick. Meine Gäste heute sind die Politikwissenschaftlerin Ulrike Göreau, der Publizist Klaus-Rüdiger May und mein Partner im Streit Dieter Dehm. Unser Thema heute ist: Anfang Juni sollen wir wählen gehen, EU-Parlament. Ich stelle die Frage, was geht uns diese Wahl an? Wenn ich mir die Kandidaten anschaue, Ursula von der Leyen, Spitzenkandidatin, die aber auf keiner Liste steht, sie kann nicht gewählt werden. Agnes Strack-Zimmermann, eine Frau von der FDP, die ihr die Gegner mit Worten beleidigt, die ich in dieser Sendung nicht hören will und auch sonst nicht. Und von der Linken Carola Rackete, die noch mehr Flüchtlinge ins Land holen will, eine Aktivistin, die dieses Land überschwemmen will. Die AfD stellt Maximilian Krah auf, der von der eigenen Fraktion im EU-Parlament zweimal suspendiert worden war. Frau Göreau, lohnt sich dann noch zur Wahl zu gehen bei solchen Kandidaten? Ist das der Abfallkübel von Politikern? Also es lohnt sich, glaube ich, immer zu irgendeiner Wahl zu gehen. Aber in diesem Fall ist tatsächlich wahrscheinlich die Frage in meinen Augen nicht mehr diese EU-Wahl. Ich teile Ihre Meinung, dass das eine sehr problematische Wahl ist mit Blick auf die Kandidaten. Es ist sowieso eine problematische Wahl, weil man ja auch mal in Frage stellen könnte, wie demokratisch eigentlich dieses EU-Parlament ist. Ja, hat es eigentlich eine Bürger-Politik-Beziehung und so weiter. Aber lassen wir diese Fragen mal außen vor. Macron hat vor einigen Tagen an der Sorbonne eine Rede gehalten und da kam der Satz drin vor: Europa ist morbide, Europe is dying. Ja, das wurde auch im Economist gedruckt. Das heißt, Europa stirbt. Insofern ist für mich gar nicht mehr die Frage, was passiert mit dieser Wahl und kracht da irgendwie die EU zusammen. Moment, oder aber in Deutschland hat man diesen Satz so nicht gehört. Ja, oder? Das liegt natürlich an Medien, die nicht mehr so überall hingucken. Aber also wiederholen Sie den Satz. Ich wiederhole den Satz noch mal gerne: L'Europe est morbide, l'Europe pourrait mourir. Europa ist morbide, Europa könnte sterben. Das hat im Economist dann auch so gestanden. Was ich damit sagen will ist, was auch immer bei dieser EU-Wahl passiert, ob Frau von der Leyen, das ist ja fast schon gesetzt, dass die nächste Kommissionspräsidentin wird, ob wir eine blaue Welle bekommen, ob die sogenannten populistischen Parteien durchmarschieren, was auch immer. Es ist ein relatives Chaos in der EU. Ich war letztens noch in Brüssel. Also allein, wenn man die Leute fragt, was habt ihr denn dann nachher für Fraktionspläne, wer geht eigentlich in welche Fraktion, keiner weiß Bescheid. So. Die eigentliche Frage ist aber, was machen wir mit Europa in dem Moment, wo die EU stirbt? Also die EU in diesem System mit diesen Parlamentswahlen, von denen Sie gesagt haben, dass das doch alles irgendwie sich nicht mehr lohnt, ist das eine. Die Frage, die mich interessiert, ist, was machen wir am Tag danach? Wer hat noch eine Idee von diesem Kontinent, was eigentlich passiert, wenn diese EU nicht mehr funktioniert? Und zwar so nicht mehr funktioniert, dass es für uns sozial, wirtschaftlich und so weiter nicht mehr erträglich ist. Wer beantwortet die Frage, was dann Europa in der Welt macht? Wer beantwortet die Frage, ob wir überhaupt noch eine Rolle in der Welt haben oder ob wir so eine Chimerica, China-Amerika-Klappe auf uns zuschnappen lassen? Ja? Das sind für mich die Fragen, die gestellt werden. Und wenn ich dafür vielleicht noch zwei Sätze machen darf. Ja? Wir sind doch im großen Kontext in einer geostrategischen und geoökonomischen Wende und die heißt jetzt BRICS oder nicht BRICS. Diese BRICS-Länder haben genau drei Sachen. Sie haben den globalen Süden, also Cheap Labor, die billigen Arbeitskräfte. Sie haben die Rohstoffe und sie halten sich noch ans Völkerrecht. Während wir haben diese Rule-Based Order, ja, also wenn Sie sagen Amerika, der Westen, Australien ist sozusagen der eine Teil der Welt, wir sind Rule-Based Order, eine Ordnung, die wir erfunden haben. Wir haben keine Rohstoffe und wir haben nicht Cheap Labor. Und dagegenüber steht eine BRICS-Dynamik, die genau das haben. Aber das ist ja jetzt abgrundtiefer Pessimismus. Nein, es ist kein Pessimismus. Die Frage, die nach dem 9. Juni, und ich komme auf Ihre Frage zurückgestellt, ist genau die Frage, wo will Europa sein? Wird Europa in diesem Moment, am 9. Juni, wenn wir sehen, dass diese EU wahrscheinlich nur noch ein heilloses, parteipolitisches, unstrukturiertes Chaos ist, das kein Versprechen mehr hat für die Bürger Europas, wird Europa dann danach eine Perspektive, die Kraft und die Energie entwickeln, neu über diese Kontinent nachzudenken, darüber, was es will, wer wir sein wollen, ob wir an diesem sozusagen amerikanischen Zipfel dranhängen wollen, der da Westen heißt oder genannt wurde, aber längst kein Westen mehr ist, oder wollen wir uns orientieren in einen eurasischen Raum, uns nicht abkoppeln lassen von Russland, China, Indien, Persien, Iran, den anderen Kulturen, was wollen wir machen? Und diese Frage, letzter Satz, werden wir entscheiden an der Frage, ob wir jetzt, und zwar jetzt, einen Frieden für die Ukraine hinkriegen. Wir so, Ukrainer. Jetzt sehr gerne, Herr Chefredakteur, wenn ich eine Frage anschließen darf. Ja, natürlich. Ich wollte Herrn May fragen, es gibt ja von de Gaulle mit Ihrer
gnädigen Erlaubnis, Herr Chefredakteur, den Satz der Europa der Vaterländer. Der ist von mehreren aufgegriffen worden, in unterschiedlichen Konnotierungen. Ich habe zwei Fragen. Was könnte das heute bedeuten, also sozusagen international zwischen den Nationen, zwischen den Vaterländern? Und zweitens, wie kommt es Sie an als Publizist, dass man ausgerechnet den kleinen Lapsus begeht, den mein Chefredakteur begangen hat, aber als großen Lapsus bei ARD und ZDF, und das Gesetz an den ZDF und ARD Gesprächsrunden, wo bisher alle Parteien, die in dem Bundestag, im Bundestag saßen oder im Europaparlament waren, beteiligt waren, nun so verändert hat, dass man die Gesprächsrunde ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht machen kann, indem man sagt, nur Parteien, die so in den Bundestag hineingewählt wurden, mit diesem kleinen Trick, dann die Linke mit der Konnotierung des Chefredakteurs, wo ich ihm wieder zustimme, zulässt, aber nicht das Bündnis Sahra Wagenknecht. Also das Wichtige ist, glaube ich, erstmal, da muss ich Frau Giroux zustimmen, die eigentliche Frage ist doch dramatisch. Wir sind in einer Situation, wo die Gewichte in der Welt neu verteilt werden. Das ist ein Epochenumbruch. Das kann man mit dem Ende der Spätantike, das kann man mit dem Ende des Spätmittelalters vergleichen. Das hat eine gleiche Dimension. Und die Frage ist, ob Europa, und die Frage ist übrigens auch, ob Deutschland, das hängt ja nun stark miteinander zusammen, ob wir denn für uns eine Antwort finden. Und die Antwort muss in den Ländern, dann de Gaulle, das Europa der Vaterländer, die Antwort muss in den Ländern gefunden werden. Denn in Deutschland wissen wir ja auch gar nicht mehr, wer wir sind, was wir sein wollen. Das Wort Interesse wird nicht mal mehr in einem Lexikon gefunden, wenn man denn nachschlagen würde. Das heißt, wir brauchen eine Interessenpolitik. Und eine europäische Interessenpolitik kann sich nur formulieren aus den Interessen der einzelnen Länder heraus. Dann brauchen wir auch ein dynamisches Europa. Wenn wir aber eine Bürokratie haben, wo es um Machterhalt, um Postengescharre und so weiter und so fort geht, um ein politisches Spiel geht beispielsweise, und das politische Spiel die politische Realität ersetzt, dann haben wir ein großes Problem. Und das ist ein Kennzeichen für dekadente Systeme. Also wir sind in der Gefahr. Morbide. Imperium Romanum, letztes Kapitel. Und deswegen ist es wichtig, dass sich in Europa politische Kräfte finden. Und ich finde die Idee von de Gaulle sehr, sehr klar und sehr deutlich vom Europa der Vaterländer. Denn das Europa kann aus meiner Sicht nur aus den Regionen, aus den Ländern, aus den Kulturen erwachsen. Und ich habe es immer als Stärke von Europa empfunden, dass Europa nicht homogen ist, sondern dass Europa so vielgestaltig ist. Aber dieser Chor muss wirken und er kann nicht wirken, wenn wir so eine gleichmacherische, eine bürokratische Administration haben. Das heißt, wir brauchen viel mehr wieder Autonomie in den Regionen, in den Ländern, dass da auch etwas wachsen kann. Und wir müssen die Frage beantworten, wer sind wir, wo wollen wir hin, wie wollen wir unsere Interessen wahrnehmen, wo liegen unsere Interessen? Liegen die in Washington oder sind die in der Verhandlung mit Peking und Moskau? Europa bricht ja auch gerade auseinander nebenbei. Die Ungarn sagen also, Deutschland ist nicht mehr für uns die Schutzmacht. Mit Deutschland geht den Bach runter. Wir wollen nicht mitwirtschaftlich den Bach runtergehen, denn die ungarische Wirtschaft ist stark mit der deutschen verflochten. Das heißt, die Ungarn sagen dann, ja, dann suchen wir uns einen neuen, größeren Partner und das ist dann China. Ja, das ist dieses Zerbrechen Europas. Nun habe ich zunächst einmal, will ich sortieren, ich habe mir viele Fragen aufgeschrieben. Frau von der Leyen hat ein Korruptionsverfahren am Hals. Wie geht es weiter mit dem Green Deal? Wie geht es weiter mit dem Verbrennerverbot? Das ist also eine Art Galgen, an dem wir uns selber aufhängen und so weiter. Wie geht es mit der Migrationspolitik? Also lauter Sachpolitiken eigentlich, die man so oder so entscheiden kann, bei der man hoffen kann, dass eine anders gewählte EU-Parlamentsstruktur vielleicht etwas verändert. Und hier am Tisch ist anscheinend die Meinung, Leute, das ist vergessen. Europa ist vor dem Scheitern oder das vereinte Europa, Europa als Kontinent. Sie sind bereit, ist ja Sie sind mehr bereit das EU. Bündnis Sahra Wagenknecht noch mit einzubeziehen. Im Unterschied zu ZDF und ARD. Ich bin bereit, mit jedem zu reden. Bei uns gibt es keine Brandmauern, da nicht hin und da nicht hin. Aber sie wird auch nicht die Rettung der Welt sein, aber das ist jetzt geschenkt. Aber das kann ich präzisieren. Ja. Europa ist nicht gescheitert. Europa ist immer ist Europa. Ja? Die EU ein Kontinent geht nicht unter. Die EU in diesem System, in dieser institutionellen Formation,
ist in vielerlei Hinsicht gescheitert, allein deswegen, weil sie von den Bürgern nicht mehr wahrgenommen wird, weil die Europawahlen ätzend sind, weil niemand dahin will und so weiter. So, das heißt, Sie waren eine große Verteidigerin. Sie haben immer gefordert in der Vergangenheit eine Vertiefung Europas. Wir haben gerade in den letzten 4 bis 8 Jahren eine Vertiefung der EU erlebt in viele Bereiche. Zwei Paar Schuhe. Und ich stehen jetzt vor dem Scheitern. Nein, nein, ich habe vor 15 Jahren schon, als ich diese Diskussion, die wir jetzt führen, schon gerochen habe, gesagt, die EU ist gescheitert. Und deswegen habe ich damals ein Buch geschrieben, warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Europa, das Buch, nicht die EU. Europa. Und dieses Buch ist 15 Jahre alt, hat mich viele, ich sag mal, Wehen gekostet. Aber es konzidiert, Herr May, genau den Regionen eine ganz starke Rolle. Und deswegen möchte ich nochmal zu Ihrem Punkt zurück, wenn ich darf. Europa ist gespalten. Sie haben dafür Ungarn ins Feld geführt. Ja? Und ich komme nochmal zu meinem eben geäußerten Satz zurück. Die Einheit Europas, die Emanzipation oder überhaupt das Überleben Europas wird sich völlig unabhängig von der EU an der Frage ermessen, ob wir als Europäer einen Frieden in der Ukraine hinbekommen. Warum? Weil beide sozusagen Optionen, auf die wir im Moment zulaufen wie auf die Wand, werden Europa spalten. In dem Falle, dass Russland militärisch siegen wird, was sehr wahrscheinlich ist, jeder, der sich ein bisschen auskennt, hat längst verstanden, dass das auf einen russischen Sieg hinauslaufen wird. Und je mehr wir Waffen liefern, desto länger wird das leider dauern. Ja? Dann wird die Ukraine gespalten. Ich habe gestern mit Chinesen und anderen Leuten diskutiert, Indern übrigens auch. Die sind völlig entspannt, ob die Ukraine gespalten wird oder nicht, geteilt wird. Ja, ist nicht deren Business. Das heißt, dann ist die Ukraine geteilt. Und das wird Europa nicht überleben, ja, weil sich dann Europa dividieren wird entlang dieser Linie. Ja, dann werden die Ungarn, dann werden die Bulgaren, dann werden die Rumänen sozusagen ins Anführungsstriche russische Lager gehen. Und vielleicht sogar die Griechen, ja, wie auch immer. Polen nimmt sich vielleicht die Westukraine. Wir haben überhaupt keine Ahnung von den Diskussionen, die stattfinden. Also in Österreich finden gerade Diskussionen statt, ob Österreich wieder mit Ungarn, vielleicht sogar Bayern zusammengeht und so weiter und so weiter. Das heißt, an der Friedensfrage, ob wir eine Friedensordnung hinbekommen, wird sich die Frage entscheiden, ob Europa gespalten wird. Und sie wird gespalten, wenn Russland Anführungsstriche gewinnt, ja, weil dann die Ukraine geteilt wird. Sie wird aber auch gespalten, Europa wird auch gespalten, wenn das, was hier die große westliche Erzählung ist, Putin darf nicht gewinnen, die Ukraine muss gewinnen und in die NATO und in die EU, dann wird Europa auch gespalten. Weil das will ja nicht ganz Europa. Das wollen vielleicht die Balken, vielleicht jetzt noch unter mehr oder weniger Zwang die Schweden und die Finnen. Ansonsten will das niemand, ja? Dass die gesamte Ukraine in die EU kommt. Das wollen die Spanier nicht, die Italiener nicht und so weiter. Das heißt, das ganze institutionelle System, und darüber reden wir ja jetzt, über das institutionelle System, kann mit dieser Friedensfrage so oder so nicht umgehen, es sei denn, wir besinnen uns jetzt in diesem Sommer und machen ein Verhandlungsangebot für diesen Kontinent, damit das, was das Versprechen von 89 war, Europe whole and free, damit wir das irgendwie auf die Schiene bekommen. Und wenn wir dieses... Also dieses Europa zerbröselt und sortiert sich neu. Die EU zerbröselt und Europa muss neu gedacht werden. So viel Zeit muss sein, Professor, noch sagen zu dürfen, wiewohl da noch ein Gerichtsprozess ins Haus steht, wo ich jedenfalls Ihnen viel Erfolg und Glück wünsche. Die Kernfrage wird ja nicht so sehr sein, dass es eine Art, sagen wir mal, Südtirol-Lösung für die Ostukraine gibt, was kompliziert genug war für Europa. Mal überlegen, wie lange wir an der Südtirol-Lösung gearbeitet haben. Sondern die Frage ist, gehen die in die NATO oder nicht? Kann ein deutscher Regierungschef vor die deutsche Medienlandschaft treten und sagen, wir haben einen Frieden ausgehandelt in der Ukraine, bei der die Ukraine nicht in die NATO geht? Ich möchte nochmal auf Herrn May zurückkommen und auf das Europa der Vaterländer. Ja, mal seine Frage beantworten. Ja, die Ukraine kommt nicht in die NATO. Das große Problem ist, dass dieser Konflikt von beiden Seiten, und zwar von amerikanischer wie von russischer Seite, komplett emotional-politisch aufgeladen worden und dass beide daraus so eine Schicksalsfrage gemacht haben. Aber die können wir nicht beantworten, stellen wir sie beiseite. Wenn ich sage, die Emanzipation, überhaupt das Überleben Europas, wir reden nicht von der EU, hängt davon ab, dass wir einen emanzipierten Entwurf für eine Friedensordnung machen, die uns als Europäer in ihrer Gesamtheit nicht abschneidet von Russland, die die Pipeline wieder aufbaut, uns nicht abschneidet vom chinesischen Wirtschaftsraum, uns in Kontakt bringt mit Indien und dem eurasischen Raum. Ja, wenn das unsere Überlebensfrage ist, dann ist die Frage, wie kriegen wir diesen Frieden hin? Und dieser Frieden kann nur so gedacht werden, und das ist ja meine Tragik, wie wir ihn 1990 eigentlich
eigentlich schon mal gedacht haben, in der damaligen Charta von Paris. Das war die Charta, wo wir dann die OECD gemacht haben. Wir wollten die europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland. Wir wussten, dass es keinen Frieden vor Russland gibt, sondern nur Frieden mit Russland. Wir haben 10, 15 Jahre daran gearbeitet. Die ersten 10 Jahre ist es auch gut gegangen, bis ungefähr 2001 oder 2006, Putin vor der Sicherheitskonferenz. Und dann ist das Ganze den Bach runtergegangen. Das heißt, und jetzt noch mal letzter Satz von Mai, wir brauchen eine föderale Ordnung, die wie ein Dach ist. Und unter diesem Dach können alle Ethnien, Religionen, Regionen und so weiter friedlich miteinander leben. Das nennt man föderale Ordnung. Das haben wir in Europa immer wieder als Plan entworfen. Es ist gerade zum x-ten Mal gescheitert. Wir sollten an diesen Ursprungsgedanken zurückgehen. Aber Herr May, das ist ja unglaublich spannend, was da sich entwickelt. Wir reden hier in der öffentlichen Debatte über relativ viel Klein-Klein und jetzt werden Gedankenspiele entwickelt, dass die EU oder die verschiedenen Teile Europas sich neu sortieren. Eine Art Wiederauflebung des Habsburgerreiches, den Österreich, Bayern, da würde auch Kroatien dabei sein zum Beispiel. Ja, das wäre ja gewissermaßen die Rückkehr zu einer Ordnung von vor 1914. Wenn da Bayern zu Österreich käme, hätte ich da nichts dagegen. Österreich auch nichts. Nur um Herrn May aus Brandenburg täte es mir leid. Sehen Sie das ähnlich? Sie kommen ja allein gar nicht klar. Mit Schwund muss man rechnen. Mit Schwund muss man rechnen. Sehr gut. In Bayern sagt man, mit Schwund muss man rechnen, Brandenburg ist weg. Also Spaß beiseite. Also wo auch die Grenzziehung im Einzelnen verläuft, ob entlang der alten Grenzziehungen, die auch oft religiös bedingt waren, sehen Sie Ähnliches, Gefährdendes? Ein Zusammenbrechen eines Systems, das sich mühsam aufgebaut hat, jedes Jahr noch mehr Stockwerke hochgemauert hat und plötzlich unten ist der Keller weg. Naja, das sehe ich schon so, aber das wird erst passieren und man darf es auch nicht verschätzen von den Zeitabläufen. Also man denkt immer, dass etwas eher zusammenbricht, als es dann tatsächlich zusammenbricht. Also das Beharrungsvermögen von Institutionen ist stärker, als man das annimmt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist... Wie lange hat das Römische Reich gebraucht, bis kaputt Jahre, war? Ungefähr 300 Jahre. Ja, gut, das ist der gute... Das ist dann die Kaiserzeit. Also, heute geht es schneller. Heute geht es schneller, aber es geht nicht innerhalb von 2 Jahren. Und die Frage ist, es muss nicht nur der Keller, sondern auch das erste Stockwerk weggefault sein. Dann bricht es zusammen, um in Ihrem Blick zu bleiben. Aber weil Sie so großzügig über Brandenburg hinweggegangen sind, würde ich ganz gerne auf einen Berliner oder preußischen Politiker zurückkommen. Wenn Berlin uns, kann auch gehen. Ja, ich bin schon klar. Es war Friedrich Naumann. Und Friedrich Naumann hatte die Idee gehabt, hatte die Mitteleuropa-Idee. Das ist das, was Sie gerade skizziert haben mit Bayern, Österreich, Ungarn. Und im gewissen Sinn, wenn ich das mal ketzerisch formuliere, hatte Kohl ja in seiner Politik so ein Stück Mitteleuropa-Idee drin gehabt, indem er gesagt hat, okay, die Bundesrepublik oder Deutschland ist auch der Vertreter der neuen mitteleuropäischen Länder, die wieder nach Europa zurückgekehrt sind, nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war. Und deswegen gab es ja die engen Verflechtungen mit der polnischen Wirtschaft, mit der ungarischen Wirtschaft, mit der slowakischen Wirtschaft, mit der tschechischen Wirtschaft. Das ist ja ein mitteleuropäischer Wirtschaftsraum auch. Und dieser mitteleuropäische Wirtschaftsraum könnte eine dynamisierende Funktion haben, wie im Übrigen dann auch der mediterrane Raum. Und diese beiden Motoren einer künftigen EU könnte ich mir schon vorstellen. Nur dann darf Deutschland nicht das Ungarn-Bashing machen, was es gerade macht, sondern dann muss es interessengetrieben vorgehen und nicht ideologiegetrieben. Das ist das ganz große Problem. Deutschland fällt momentan als Player in der EU aus, weil Deutschland keine interessengeleitete Politik macht. Also Sie koppeln es gerade wieder von Westeuropa, von Frankreich ab. Nee, ich rede über einen Dialog, ich rede über Synchronitäten. Und wenn dann darauf aufbauend ist, eine gute Beziehung gibt, zwischen einem Motor gibt, den es mal gab, Berlin, Paris, dann funktioniert doch das Ganze. Ich möchte da noch mal eine Frage stellen. Die EU wird immer als Friedensmission und Friedensgarant für Europa gefeiert. Ich halte das immer für ein bisschen übertrieben, aber mittlerweile denke ich mir, wenn da Konflikte aufbrechen, die wir eigentlich für gelöst halten. Es stimmt ja, dass die Polen nach Lviv schauen. Es war ja mal polnisches Staatsgebiet. Lemberg, ja. Es sieht Lemberg. Und dann wird es noch schlimmer, wenn wir es Lemberg nennen. Ja? Auf alten Karten steht Lemberg. Die
Die Ungarn gucken auch leise über ihre Berge hinaus. Und Ungarn, muss man ja wissen, war nach 1918 das Land mit den meisten Gebietsverlusten in Europa. Der Vertrag von Trianon. Trianon, und es wird jedes Jahr noch in Ungarn übrigens gefeiert. Also die gucken auch, wir haben auch plötzlich, das kleine Ungarn hat plötzlich so kleine Großmachtsträume. Und das heißt, plötzlich brechen hier Konflikte auf und die Ukraine wird wieder verhandelt als ein Staat, der irgendwie von den Russen, von den Polen, von den Ungarn irgendwie zermanscht wird. Das sind doch Konflikte, wo man sagt, Leute, das kann nicht gut gehen. Ja, aber ich meine, wir können ja auch mal nach Schottland gucken, die sich gerade bemühen, mit einem zweiten Referendum aus dem Vereinigten Königreich auszutreten. Wir können nach Katalonien gucken, ja, wo die sich seit 10 Jahren, 15 Jahren bemühen, aus dem Königreich Spanien sich rauszuschälen. Und zurück zu den Räumen von Herrn May bin ich total dabei. Das Problem ist nur, dass bei diesen Räumen, dazu ist mein letztes Forschungsprojekt, ja, 4,9 Millionen Regionalforschung, wie auch immer, wenn Sie sich die europäischen Räume angucken, was Sie gesagt haben, den ostmitteleuropäischen Raum, den balkanesischen Raum, wie auch immer, Mittelmeerraum, ja, dann können Sie sehr stark sehen, und das ist ja sozusagen mein Thema, Europäische Republik als Dach und darunter alle Ethnien, Völker, Religionen sozusagen bunt gemischt zusammen, dann sind die nationalen Grenzen irrelevant. Ja? Also ich habe zum Beispiel, man kann sehr schön zeigen, dass wenn Sie auf Italien gucken, ja, dann hat der in Apulien, die haben mehr soziale, emotionale, wirtschaftliche Kontakte mit Mazedonien, zum Beispiel auf der anderen Seite der Ägäis, als mit Mailand. Ja? Dann ist die Frage, warum ist jetzt Apulien mit Mailand in einer Nation und die haben gleiche Bürgerrechte? So, die gleiche Frage können Sie stellen, gucken Sie nach Frankreich, die Korsen haben gerade angekündigt, dass sie jetzt auch wieder so einen Autonomiestatus wollen. Das Elsass ist aufgewacht, hat jetzt wieder Elsässisch in die Schulen eingeführt. Bretagne übrigens das Gleiche. Gucken Sie sich den Wirtschaftsraum an, Bretagne, da Südengland, ja, also das Gälische hat auch sozusagen Schottland mit Irland, ja, also die, wenn Sie in Räumen denken, dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind, dass wir die nationalen Grenzen de facto in ihrer heutigen Form in Frage stellen müssten, ja, wenn Sie auf die wirtschaftlichen Dynamiken gucken. Und für mich ist die interessante Frage, warum tun wir das nicht eigentlich? Also hier wird die Frage gestellt, warum sprengen wir nicht die Brüsseler Ketten, oder? Ja, genau. Also ich bin ja dabei. Wäre dabei. Jetzt die Frage, was wäre denn erstens eine Motivation, trotzdem am 9. Juni zur Europawahl zu gehen? Und zweitens, wo wäre die Perspektive? Also allgemein, Europa der Vaterländer ist leicht gesagt, aber es muss ja... Ja, eben nicht der Vaterländer, der Region, also der Wirtschaftsräume. Ja, also ich nenne es auch Mutterländer, ist mir egal, ist doch klar, was los ist. Es werden gewisse Souveränitäten nationaler oder regionaler Art. Aber das wollten wir doch alles weiterhin überwunden. Ja, das ist ja alles Quatsch gewesen. Nein, ich komme, darf ich mal gerade... Moment, Sekunde, ich will meine Frage noch zu Ende. Ich muss im hohen Alter auch mal ausreden dürfen. Die Frage jetzt erstmal an Herrn May ist, wie sehe eine institutionelle Übereinkunft aus und mit welcher Parole sollten, nachdem vorhin bei der Erstaufzählung eben das Bündnis Sahra Wagner nicht gefehlt hat, mache ich es jetzt einmal mehr, Fabio De Masi, Cum-Ex-Jäger, und wir sollten möglicherweise auch Leute von rechts, rechte Demokraten gibt es ja auch, in den Wahlkampf ziehen. Also ich finde ja, dass das ganz große Problem der Wahl ist, also erstens bin ich dafür, dass wir wählen gehen alle, aber zweitens ist das ganz große Problem, was immer mehr Leute umtreibt und auch ratlos macht und mich auch ein Stück weit ratlos macht, ist, wir können 2-3 Stunden diskutieren, wir werden sicher auch auf ein Konzept kommen, was gehen könnte für Europa. Das ist auch letztendlich kein Hexenwerk, ein Konzept zu denken. Es fehlt an politischen Kräften, die in der Lage sind, Konzepte umzusetzen, beziehungsweise die überhaupt in der Lage sind, Konzepte zu begreifen. Also wir machen weiter wie bisher. Und wir scheitern, aber wir machen weiter. Darf ich eine Miniatur dazwischen schieben? Es gibt ja ganz interessante Prozesse. Puigdemont, Autonomievertreter, Katalonien raus aus Spanien. Jetzt sind die keine absolute Mehrheit mehr, die sogenannten Separatisten, was ich immer bestritten habe. Ich bin mit Puigdemont relativ freundschaftlich verbunden, kenne ihn näher, obwohl er politisch woanders tickt. Jetzt müssen die eine Koalition machen. Möglicherweise läuft es darauf raus. Dann ist man zu einem Kompromiss gezwungen. Das wird keine Autonomie mehr, sondern ein Kompromiss. Wie sehen Kompromisse aus? Also es geht nicht darum, die Interessen gegeneinander zu definieren, sondern solche Kompromisse zu finden, die tragfähiger sind als die in der EU. So, trotzdem ist der... Ich habe einen Maikon... Jetzt lass mich ganz kurz einen gyroschen Satz von ungefähr 5 Minuten länger sprechen. Gut. Naja,
Ich finde ja, das Problem fängt etwas tiefer an. Es gibt Parteien, die eine klare Vorstellung haben. Mhm. Ob die immer richtig sind, ist die zweite Frage. Das ist vielleicht ein Vorteil der Grünen, dass sie eine klare Vorstellung haben, auch wenn die Vorstellung komplett falsch ist, meiner Ansicht nach. Aber sie haben eben wirklich politische Parteien, die Interessen nicht mehr definieren, nicht mehr klar definieren. Und die Aushandlung eines Kompromisses bedarf Interessen. Bedarf es Interessen. Der Artikulation von Interessen. Ja, und was mehr sein muss als Posten, genau. Oder ich werde nochmal Bundeskanzler und dann ist egal, mit wem ich mich da ins Bett lege. Also, oder ich werde Kommissionspräsidentin. Und dann kuschle ich auch mal mit den Rechten. Ja. In Italien wird Ursula von der Leyen als hinkendes Pferd bezeichnet. Aber sie wird Präsidentin wieder. Das hinkende Pferd. Ja, also deswegen nur diesen Satz. Kompromisse, und ich bin nicht gegen Kompromisse, ich finde Kompromisse wichtig. Kompromisse sind die hohe Kunst, aber sie können nur ausgehandelt werden auf der Klarheit der eigenen Interessen. Sie haben es gesagt, Herr May, Herr Tichy, Sie haben es auch gesagt, ja, dass sozusagen die Frage, wie wir zum Ist-, zum Soll-Zustand kommen, dass die nicht mehr funktioniert. Der Ist-Zustand, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, funktioniert nicht. Der Soll-Zustand ist denkbar. Wir haben ihn oft gedacht, wir haben ihn auch oft schon vertraglich kodifiziert. Und wir kriegen es nicht mehr hin, von Ist zu Soll zu kommen. Ja? Ich würde gerne daran erinnern, dass das mal anders war. Wir konnten es in den 90er Jahren. Delors hat es gekonnt, in der Kommission mit Mitterrand und mit Kohl, von Ist zu Soll zu kommen. Ja? Das kann man jetzt historisch bewerten, aber es war möglich. Das heißt, und da kann ich ganz präzise sein, wir haben sozusagen nicht nur die Kunst verlernt, institutionelle Reformen zu machen. Wir haben auch die politische Absicht verloren, sie zu wollen. Am 23. Oktober oder am 24. Oktober 2023, gar nicht lange her, vor 6 Monaten, ja, gab es im AFCO, Institutional Committee, also das institutionelle Komitee des Europaparlamentes, einen Entwurf von den im Prinzip europäischen Föderalisten, die es da auch noch gibt. Die wollten, dass nach der Europawahl, 9. Juni, ein Konvent eingerichtet wird im Januar 2025. Dieser Konvent hätte über 5 Jahre dauern sollen und er hätte im Juni 2029, war geplant, im Prinzip eine Art, ich sag mal, Vertragsreform, neue Verfassung, ein großes Denken des neuen Europäischen Hauses liefern sollen. Ukraine-Beitritt, Balkan, Türkei, institutionell, wie sieht die EU mit 36 Staaten aus, alles. Und dieser Antrag wurde einfach vom Tisch gefischt, ja? Weil es natürlich Akteure gibt auf Seiten des Rates, die das alles nicht wollen. Und das ist genau der Punkt. Das System, das wir haben, lässt das zu, also das System, was wir haben, lässt das Denken über den Sollzustand institutionell nicht mehr zu. Darf ich eine Frage stellen, die stelle ich auch an meinen geschätzten Chefredakteur und auch an Sie. Das Grundgesetz wurde jetzt vor 75 Jahren beschlossen und es wäre fast ohne die Stimmen der SPD beschlossen worden, wenn Artikel 15 zum Sozialstaat nicht drin gewesen wäre. Und in Artikel 20 steht, die Bundesrepublik, korrigieren Sie mich, glaube ich, mache das jetzt nicht wörtlich, ein föderaler demokratischer Rechts- und Sozialstaat. Ist die EU jemals zu diesem Staat über den nebulösen Begriff sui generis hinausgewachsen und auch ein Sozialstaat geworden, oder war sie nicht immer nur eine Freihandelszone und zerbricht deswegen notwendigerweise? Andersherum würde ich die Antwort geben. Solange sie eine Freihandelszone war, innerhalb der die jeweiligen Interessen definiert und ausgehandelt werden konnten, hat sie ja auch wunderbar funktioniert. Bei allem Geschimpfe müssen wir ja anerkennen, dass wir wirtschaftliches Wachstum hatten, dass wir auch die Freiheit haben, über Grenzen zu fahren, dass Wirtschaftsräume zusammenwachsen können, die vorher nicht zusammenwachsen konnten. Das ist eine große Leistung. Ich erinnere daran und knüpfe da an zum Beispiel, dass Deutschland heute mit Polen, Ungarn und Slowenien genauso viel Handel betreibt wie mit Frankreich. Bevölkerungsmäßig in etwa identisch, beide Räume. Das heißt, das war nur möglich durch einen Abbau der Grenzen, durch mehr Wettbewerb, durch mehr Möglichkeiten, größere Räume bedienen zu können. Positiv. Aber jetzt hat man ja das Gefühl, dass wer mehr will, manchmal zu viel will. Und zu viel auf einmal. Zu viel auf einmal. Und zweitens, ich habe das Gefühl, dass sich hier etwas herausschält, dass es wohl so etwas ist wie eine Bürokratie in Brüssel, die ihr Eigenleben, ihre Eigenexistenz nur noch verteidigt, wie so ein römischer Hofstaat irgendwie. Nicht? Mhm. Und ich rede jetzt nicht über zu viel Paragraphen und Bürokratie, das kommt noch dazu, aber das ist fast, das haben wir in Deutschland auch, also für Bürokratie braucht man Brüssel nicht, das macht die Ampel schon selber. Aber ich meine diesen bürokratischen Hofstaat, der sich in Brüssel aufbläht, immer weiter aufbläht
und eigentlich diesen Zustand seiner eigenen Einkommensgenerierung verteidigt und nichts anderes. Darf ich kurz verbleiben? Weil die soziale Frage von Herrn Dehm ist genau die wichtige Frage. Und das haben Sie jetzt auch noch mal gesagt. Die EU war natürlich ein Marktprojekt, ja, ein Binnenmarkt. Davon haben wir alle profitiert. Das Problem ist, wer hat profitiert? Die Industrien und die Banken, die Bürger nicht. Deswegen wenden sich jetzt die Bürger, ja, müsste man mal genau gucken, statistisch. Aber deswegen haben wir jetzt den Populismus, ja, weil sich ein Teil dieses Populismus natürlich auch gegen die neoliberalisierte EU wendet. Und was ich damit sagen will, der Satz von Herrn Dehm, l'Europe sera sociale ou ne sera pas, der ist ja von Marine Le Pen. Mhm. Marine Le Pen hat ja seit 2012 auf jedem französischen Marktplatz gestanden und immer nur gesagt, Europa wird sozial oder es wird nicht sein, weil sonst die Bürger sich gegen Mélenchon übrigens auch, Linkspopulismus wie Rechtspopulismus, haben die soziale Frage aufgegriffen. Hier nochmal zurück zu dem, was wir konnten und wollten. Ich habe in den 90er Jahren für Jacques Delors gearbeitet. Jacques Delors hat die europäische Sozialcharta gemacht, 1989. Jacques Delors, ich war dabei, hat in den 90er Jahren versucht, im Zuge des Amsterdamer Vertrages die Sozialkarte Rechte der europäischen Bürger zu kodifizieren. Und als es nicht gelungen ist, ich darf das kurz erzählen, hat Jacques Delors zu mir gesagt, aujourd'hui on a trahi les intérêts des ouvriers européens. Heute haben wir die Interessen der europäischen Arbeiter verraten. Und das war Jacques Delors, der Katholik war und Gewerkschafter. Für ihn persönlich eine Tragödie. Auch damit will ich nur sagen, wir hatten in den 90er Jahren eine Ordnungsidee von Europa. Das ist nämlich sozialdemokratisch bürgernah sein sollte. Meine Frage ist... Ähnlich dem Grundgesetz. Genau, weil die Verfassung, können wir das sagen? Weil die Verfassung 2003 gescheitert ist. Die einzige Frage, die ich habe... Jetzt muss man einen Schnitt machen. Ja, es gibt ja einen Widerspruch. Also es gibt ja einen Widerspruch in dem Ganzen. Und zwar, Sie haben den, ich glaube, eher ungewollt skizziert mit der Frage des Sozialstaates. Wir haben natürlich, der Sozialstaat funktioniert in Deutschland, weil wir ein föderales System haben, das außerdem auf Ausgleich ausgerichtet ist. So. Jetzt haben wir aber in Deutschland relativ historisch gewachsen, gleiche Sozialverhältnisse von der Definition. Also wenn ich mal einen Unterschied nur bringen kann, Sie haben beispielsweise in Südeuropa wesentlich mehr Wohneigentum als in Deutschland. Und wir haben in Deutschland einen hohen Anteil an Mieteigentum. Das verändert natürlich auch einen Sozialstaat. Das heißt, wir haben unterschiedlich gewachsene soziale Strukturen in Europa. Will man die also vereinen, diese, und unter einer Sozialcharta bringen, muss man entweder den einen was wegnehmen und den anderen was geben oder man findet eine andere Ausgleichsform. Aber es geht dann immer auch um Interessendiskussion und um Besitzstände. Ich mache es ganz einfach. Ich verstehe, dass man in Frankreich ganz gerne an die deutsche Arbeitslosenversicherung möchte, dass man sagt, okay, wir machen das auf oder wir machen es auf der Finanzebene auf. Wieso an die französische Arbeitslosengeld ist höher als das deutsche? Ja. Weiß ich zufällig. Trotzdem soll das ja europäisiert werden, die Arbeitslosenversicherung. Das ist Staatsverschuldung. Ich meine, die französische Staatsverschuldung ist nicht mehr tragbar. Also, und da kommt genau der entscheidende Punkt. Die soziale Frage kann ja nicht diskutiert werden ohne eine wirtschaftliche Frage. Genau. Und das Entscheidende in Europa war, dass seine Wirtschaft gewachsen ist und damit war auch Sozialpolitik möglich. Aber jetzt ist ja die EU dazu übergegangen, die Wirtschaft zu zerstören. Verbrennerverbot, verschiedene andere, die Agrarpolitik, die Umweltpolitik, der Green Deal ist ja nichts anderes als eine Zerstörungsstrategie der europäischen Wirtschaft. Dann ist nichts zu verteilen, dann ist die soziale Frage sowieso gelöst bei null. Und das ist der Punkt. Also findet Europa zurück zu einem Weg, auch in Deutschland, der wieder in den Vordergrund stellen, dass wir irgendwie Wirtschaft brauchen. Also, geschätzter Präsident und Chefredakteur, das ist für Linken ein Teufelswerk. Also, Wirtschaft. Wenn Sie mich besser kennen würden, würden Sie wissen, dass ich niederknie, während ich das ausspreche. Die generelle Frage des wirtschaftlichen Ablaufs ist die Kaufkraft. Wenn die Kaufkraft nicht da ist, das heißt immer auch höhere Löhne und höhere Renten. Wenn die nicht da ist, bleiben die Autos auf den Halden, ob das E-Autos oder Verbrennerautos sind. Falsch. Das ist die Realität. Das ist natürlich nicht klar, aber dann kommen die Klassiker, von ihrem konservativen Standpunkt und meinem marxistischen Standpunkt aufeinander, obwohl das Keynes ja nicht richtig Marxismus ist. Aber es geht letztendlich darum, wer kauft ab. Wenn das größte Volk Europas mit 85 Millionen einen Kaufkraftverlust hat, dann wird das durchschlagen auf die ganze
EU. Also der Sozialstaat beginnt auch dort, wo die Nachfrage steht. Wenn die Nachfrage nicht da ist, können Sie anbieten, solange Sie lustig sind. Nein. Sie können auch alle Preise senken. Am Ende bleibt das Zeug trotzdem. So, ich würde gerne noch mal auf Herrn May Folgendes antworten. Er hat völlig recht, ja, dass wir unterschiedliche Sozialstrukturen haben, unterschiedliche Einkommensverhältnisse. Das ist ja kein Geheimnis. Einmal durch Europa geguckt, Neapel ist nicht, was auch immer, Frankfurt. Ja. Das entscheidende Problem, und das finde ich, müssten wir zumindest mal politikwissenschaftlich theoretisch zu Ende denken, ist, dass wenn wir Europa wollen, also irgendwie ein geeintes Europa, das irgendwie in der Welt funktioniert, Punkt 1, wir können auch Nein sagen, ja. Aber wenn wir Ja sagen, und wenn wir dann noch wollen, dass dieses Europa demokratisch sein soll, können wir auch Nein sagen, vielleicht sagen das wir Ja. Wir. Ja? So. Dann ist die Grundlage einer Demokratie, dass die Bürger dieser Demokratie gleich sind vor dem Recht. Das ist das, was der französische Soziologe Pierre Rosanvallon nennt le sacre du citoyen, das Heiligtum des bürgerlichen Daseins. Das nennt man den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz. Das heißt, wenn wir eins wollen, Europa, und Europa zwei, die Demokratie, dann müssten wir in der Lage sein, und es auch wollen natürlich, und es auch durchsetzen können, dass wir sagen, wir machen den allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz für alle europäischen Bürger. Das heißt nicht, dass wir die vereinheitlichen. Rechtsgleichheit heißt ja nicht Zentralismus. Wir sind ja in der Bundesrepublik Deutschland als bundesrepublikanische Bürger von Brandenburg zum Bodensee alle rechtsgleich. Ja, wir haben die gleichen Bundesrechte, wählen den gleichen Bundestag, haben die gleichen Anspruchsrechte. Wir sind aber trotzdem föderal aber, und dezentral. Das will ich nur sagen. Ich will einmal, ja? Gibt es denn One Man, One Vote? Und in das EU? Würde für das Sozialrecht dann, das ist mein Punkt, dann würde das auch für die sozialen Anspruchsrechte gelten. Ja. Ja? So, das ist nur der Punkt. Wir können uns dagegen entscheiden, dann brauchen wir andere Konzepte. Das wollen wir. Aber gibt es One Man, One Vote in der EU? One person, one vote heißt das in der... Ist mir das so egal. Aber mir nicht. Alle sieben, sonst wähle ich, sonst alle sieben anderen Geschlechter sind bei dem Wort man manchmal drin. Also ich glaube, dass Frau Geroda wesentlich auskunftsfähiger ist, was die Frage betrifft, was die Gewichtung der Stimmen des Einzelnen betrifft in Europa. Ich glaube, das war auch immer eine große Diskussion. Wie quotiert man das Ganze? Wie gleicht man das Ganze aus? Natürlich ist ja das Problem. Und, das ist, und da ist es in der Tat schwierig. Ja, wir haben 99 Sitze für Deutschland, wir haben 4 Sitze für Luxemburg. Ja, also wenn man one person, one vote nehmen würde, dann hätte Luxemburg gar, dann müssten wir einen Wahlkreiszuschnitt machen und sagen, wir haben hier 460 Millionen Bürger und wir gucken uns mal an, dass, keine Ahnung, 1 Million Bürger, was hat das Parlament, 670 Sitze, ja, dann haben wir hier 670 Wahlkreise in Europa, die gehen über die nationalen Grenzen hinweg, dann wäre wahrscheinlich Luxemburg mit einem Teil von Deutschland, mit einem Trier, mit einem Teil von Belgien, wäre so, genau. So, dann hätten wir one person, one vote und dann wäre ja genau das sozusagen am Start, was wir diskutieren sollten, nämlich ob wir dann Wahlkreise hätten, die sich politisch sortieren würden. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten so einen Eupen-Malmedy-Trier-Wahlkreis da, Luxemburg, das ist ja auch so ein Wirtschaftsraum, ja? Und dann hätten wir halt Belgier, Luxemburger, Deutsche und Niederländer, die hätten, müssten sich einen Wahlkreis teilen. München bis Salzburg. Die würden dann ja nicht, und das ist jetzt mal die These, die würden dann ja wahrscheinlich nicht nach nationalen Kriterien wählen, sondern nach politischen. Die würden dann nämlich wählen, wollen wir ein soziales Europa oder ein neoliberales, ein grünes oder wie auch immer. Brandenburg mit Frankfurt an der Oder. So, genau. Und die übrigens, also wenn wir da jetzt schwarzhaft sind, kann ich nur sagen, ich habe diese Karten damals alle im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelt. Warum dann noch wählen? Ja? Warum dann noch wählen? Naja, es ist natürlich schwierig, wenn Sie das so machen, weil ich frage mich, also den Ansatz verstehe ich ja, aber ich frage mich dann, wie sich die politischen Parteien organisieren. Also wenn ich jetzt diesen Wahlkreis habe, Aachen, Malmedy oder wie auch immer, so über die Grenzen hinweg. Aachen-Limburg, wie damals das Königreich Limburg. Ja, da war ja Aachen, Maastricht, es war ja alles ein Königreich und nicht deutsch und niederländisch. Ja, ja, das Lemberg ist, das, wieder zu das ist Warschau. Offenbar hat bei Ferdinand Braudel, L'histoire des longues durées, die Geschichte der langen Linien. Also es scheint ja offenbar so tiefen Strukturierungen von geschichtlichen Linien zu geben, die man zwar dann irgendwie immer ändern kann und dann kann man eine EU bauen, aber irgendwann setzen sich diese tiefen L'histoire des longues durées wieder durch. Ja. Ja, gut, das versucht man ja gerade zu vermischen. Wir wollen uns gerade zum Wahlgang aufzurufen. Ja, es ist natürlich schwierig. Ich frage mich dann, wie das geht. Aber das ist keine grundsätzliche Frage, sondern wirklich eine technische Frage. Wie ist denn das dann, wenn ich so einen Wahlkreis habe? Hätte. Tritt dann in diesem Wahlkreis dann die AfD an oder tritt da Le Pen an oder wie wird das dann parteimäßig organisiert, wenn ich über die Grenzen hinweggehe? Das ist ja der Charme, dass sich dann auch neue Gruppierungen natürlich innerhalb dieser Wahlkreise bilden müssen. Es ist ein charmantes Modell, gefällt mir, weil es uns gewissermaßen aus dieser Erstarrung
befreit, aber es ist ein sehr utopisches Modell. Nein, es ist gar nicht utopisch, weil jetzt sind so, jetzt ja sozusagen... Jetzt lassen wir mal kurz anders die Frage stellen. Wir haben jetzt diskutiert das Versagen der Politik, die Gefahr für das Zerbrechen Europas, aber seine Stabilisierung über eine monströse Bürokratie, die wahnsinnig Hunderte von Milliarden verfügen kann. Und jetzt stehen wir aber, wenn wir unsere Utopie als solche belassen, vor einer konkreten Wahl ab 6. Juni bis 9. Sechster je nachdem, 6. bis 9. Weil wir ab 6. Man kann per Briefwahl übrigens jetzt schon wählen. Also es ist alles sehr chaotisch, sehr unbestimmt, es fließt. Wir stehen jetzt vor einer Wahlentscheidung und nichts von dem, was wir hier diskutieren, wird irgendwie in diesem Wahlkampf auch nur thematisiert. Ich sage gar nicht gelöst, aber vor einer Lösung muss eine Problemstellung, eine Debatte, eine Lösung. Wir reden nur davon, über seltsame Menschen, die hier ihre Wahlnummern fahren. Es gibt eine interessante Beobachtung, ganz kurz nur als Zustandsbeschreibung. Wenn ich, es mag in anderen Bundesländern anders sein, aber wenn ich durch Brandenburg fahre und ich sehe Wahlplakate, merke ich, dass die Parteien eigentlich, ich meine, Wahlplakate sind immer platt, das ist schon klar, sonst wären es keine Plakate, aber sie sind diesmal nicht, es gibt diesmal keine witzigen, es gab früher auch mal viel witzige. Doch Volt, mehr Eis. Mehr Eis, ja. Mehr genau. Eis. Ja. Aber, sei kein Arschloch, steht bei mir. Ja, genau. Das ist jetzt nicht mein Humor, aber deswegen. Ich meine auch nicht. Also, aber, und vor allen Dingen, es gibt keinerlei inhaltliche Formulierungen. Es sind allgemeine Phrasen, schlimmer als früher. Ja. Und das zeigt mir, dass Parteien sich nicht wirklich positionieren wollen und dass Parteien eigentlich auch nicht so genau mehr wissen, was sie eigentlich, was Europa für sie auch sein soll. Also ich kann mal den Stecker ziehen, ja. Der Europäische Rat hat im Dezember 2023 die Agenda des Finanzrahmens der nächsten 7 Jahre gesetzt, die EU bei der Ukraine beschlossen, die auf 10 Milliarden sind die Verträge unterschrieben. Das heißt, Frau von der Leyen wird, weil die EVP wahrscheinlich doch den meisten Stimmen bekommen hat, wird sie Kommissionspräsidentin. Das heißt, wir haben eine Wahl, aber wir haben keine Wahl. Das ist das, was wir verhandeln, ja. Wir haben eine Wahl, aber keine Wahl. Wir haben im Dezember 2023 im Prinzip das EU Budget aufgeseilt für die Projekte, Klima, ein bisschen was auch immer, europäisches Zugnetz, es ist alles verteilt. Die Ukraine-Unterstützungsverträge auf 10 Jahre sind geschlossen. Ein Riesenschuldenprogramm und so weiter. Das heißt, darf man nicht vergessen. Und so, und das wird kein dogmatischer Schuldengegner, aber das war ein Riesenschuld. Und in dem Moment ist natürlich, was ist auf den Wahlplakaten, wenn man eine Wahl hat, aber keine Wahl, ja, dann sind halt Gesichter drauf. Ja? Also so, trotzdem nochmal zurück, weil für die Zuhörer oder Zuschauer ist das vielleicht doch interessant. Der Unterschied zwischen, was machen dann die Parteien in diesem Jetzt-Wahlkreis und dann Wahlkreis, ja, ist ganz einfach, dass jetzt ja die Parteien, CDU, FDP, wie sie alle heißen, gehen ins Europaparlament und gruppieren sich dann in europäischen Formationen. Ja, die ALDE, die Europäischen Liberalen, die EVP, die Europäische Volkspartei und so weiter. Wenn wir diesen anderen Wahlkreiszuschnitt hätten, ja, eine Person, eine Stimme, dann müssten sich die Parteien sozusagen schon bei der Wahl europäisch aufstellen. Das haben wir schon besprochen, das ist toll. Nur wir kriegen es nicht. Und Ihr Satz ist ja, wir haben eine Wahl, aber keine Wahl. Und das ist doch frustrierend. Warum gehen wir dann überhaupt hin, wenn es eh schon festgenagelt ist? Ich sage nochmal, ich will es auf einen anderen Punkt bringen, vielleicht für die letzten 5 Minuten, die wir noch haben. Man kann die AfD, das Schreckgespenst, kann man wählen oder man kann sie nicht wählen. In keinem Fall kriegt man sie letztlich in der Regierung. Ursula von der Leyen kann man nicht wählen, aber man kann sie auch nicht wählen, weil sie gar nicht zur Wahl steht. Und wir kriegen sie aller Wahrscheinlichkeit trotzdem. Dann stelle ich mir die Frage, naja, wenn eh schon alles finanziell fixiert ist, wenn es personell festgenagelt ist, dann bleibe ich doch am Sonntag zu Hause. Nein, wir wählen alle die kleinen Parteien, BSW, und es gibt wahnsinnig viele, das ist das Neue, es gibt wahnsinnig viele neue, unabhängige Listen. Es gibt in Österreich die Liste DNA, heißt die, glaube ich. Es gibt eine Liste, die heißt, glaube ich, Sozialvertrag, Contrat Social in den Niederlanden. Der Europa, in Frankreich auch kleine Listen. Europa ist diesmal geschwemmt von kleinen, neuen, innovativen Listen. Frau Professor, und wenn wir die mal in die Mehrheit bringen, könnte sich was ändern. Frau Professor, ich mache eine Abschlussfrage. Zunächst hier, und dann würde mich natürlich auch die Meinung von Herrn Tichy sehr interessieren. Jede Wahl hat neben der eigentlichen institutionellen Wirkung auch eine Protest- oder eine Symbolwirkung. Und diese Symbolwirkung soll auch zünden, schnackeln, wie der Bayer sagt. Wo wäre der Effekt, wo Sie meinen, dass bei einer Wahlbeteiligung zwischen 6. und 9. Juni das deutlichste Augenmerk drauf gesetzt werden müsste, inhaltlich. Was wäre die Symbolwirkung dieser Wahl? Für Sie am meisten gewollt?
Nein, nicht für mich am meisten gewollt, sondern ich würde sie, das hat ja mit meinem Willen nichts zu tun, ich würde sie so beantworten, was hätte unabhängig von meinem Willen die größte Symbolwirkung. Und die größte Symbolwirkung hat, wenn kleine Parteien, wenn AfD, wenn Le Pen, wenn BSW, wenn diese Parteien einen größeren Stimmenzuwachs bekommen, wenn die Grünen einen geringeren Stimmenzuwachs bekommen, dann hat das eine Symbolwirkung, weil es erzählt nämlich dann die Politik der EU mit Next Generation Europe, dieses Verschuldungsprogramm, so geht es nicht weiter. Okay, also wir haben jetzt das Phänomen, dass wir eine Wahl haben ohne Wahl, dass wir ein Scheitern der EU prognostizieren in einem monströs gigantischen Ausmaß. Aber dass es alternative, dass es alternative Konzepte gibt, die außer uns niemand diskutiert. Und dass wir darauf hoffen, dass die Altparteien, die Europa aus Egoismus zugrunde gerichtet haben, von neuen Kräften überholt werden. Das ist die Wahl, die wir ab 6. Juni oder jetzt schon per Briefwahl haben. Und nichts davon steht auf den Wahlplakaten oder in den Wahlsondersendungen.